Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Conflict of the Nations mit Karzi. Ja Leute, wir sind hier und ja Leute, ich bin ein bisschen in Zeit und darum muss ich das Video sehr, sehr schnell machen. Karzi greift hier gerade, also schickt noch mehr Truppen zur Türkei. Zum Beispiel auch nach Ankara, da schickt er einige Truppen los, die sollen ganz Türkei einnehmen. Und ja, wisst ihr, was ich ja interessant fand, Leute? Das hier, das habe ich auch Karzi schon geschrieben, dass Italien der Koalition beitreten will. Ich sage persönlich, dass wir ihn nicht annehmen, weil es ja sehr, sehr fies, jemanden rauszukicken. Ich habe das hier gerade sehr geschrieben. Und ja, so sieht's aus. jo, hier haben wir einen Soldaten, der steht hier noch immer im Krankenhaus und der hier muss ein bisschen warten. Auf jeden Fall greife ich USA an. Oder habe schon angegriffen. Miami habe ich erobert, ist leider noch 25%, aber es macht nichts. Mit Hilfe von Karzel, also wie gesagt, vielen Dank an Karzel, der. Boah, wir auch ein bisschen Jackson Hill. Und der Soldat soll hier mal ein bisschen dieses Ding, komische Ding hier unten einnehmen. Und dann passt schon. Der hier wartet halt eben, bis Jackson Hill frei ist. Muss ich gerade auf jeden Fall schreiben. Die Korvette fährt nach Washington DC, um das dann zu bombardieren. Weil Carsley das gesagt hat. Der hier wartet tatsächlich in Boston. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich Boston angreifen soll. Außerdem wollte ich nochmal hier zu dieser Faroe-Inseln, damit ich da gucken kann. Da fliegt mein Flugzeug hin, damit ich gucken kann, ob da nicht noch jemand steht. Und dann werde ich das auch angreifen. Ja, Leute. Genau, Leute. Hier haben wir die allererste Yabo-Staffel. Und davon sollen es, also ein Geschwader soll 5 Stück haben. Wir haben gerade mal einen. Aber das soll auch in geregelten Abständen passieren. Oh, das ist ja interessant. Es wurde gerade eine Infanterie in Faro gebaut, das ist ja richtig geil. Müssen wir uns danach noch auf jeden Fall noch kümmern. Und jetzt hier steht noch ein Panzer. Und wir haben sehr, sehr viele Materialien jetzt insgesamt außer Komponenten. Aber wir können noch einen ruhig bauen. Einen bauen wir, damit es hier zwei sind und dann passt das auch. Hoffentlich. Der hier sichert noch ein bisschen so Lissabon ab. Und ja. Garcia hat doch übrigens gesehen, dass die Insel noch Frankreich gehört. Übrigens, es gibt noch weitere, die draußen sind. Und zwar Deutschland ist jetzt draußen und Irland auch. Diese zwei sind da noch draußen. Also wie gesagt, ich mache das Video sehr, sehr schnell. Ukraine hat hier auch ein bisschen Russland angegriffen, aber die sind nicht mehr im Krieg. Und Polen hat quasi, greift Belarus an und hat hier schon auch eine Stadt von ihm eingenommen. Alter, das ist neu. Das habe ich nicht gesehen, dass er das eingenommen hat. Also es muss auf jeden Fall neu sein. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. So, ich bin gespannt, was in dieser Runde tatsächlich noch passiert. Auf jeden Fall bauen wir in den nächsten Parts weitere Yabo-Geschwader, damit die dann auf 5 sind. Ja, so werden wir es machen. Jo. Das hier habe ich auch gerade eben eingenommen mit dem Panzer. Und der fährt, wo fährt denn der hin? Ach, Bahamas, okay, ich verstehe schon. Theoretisch sollte der. Ne, wir schicken den nicht nach Bahamas, Leute. Wir schicken den erstmal hier hin und dann soll er das angreifen. Falls das dann schließlich frei ist. Ja, gut, Leute. Wie gesagt, das wird ein richtig kleines Video, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich muss gleich los. Noch einkaufen. Ach, egal, das ist jetzt was anderes, ein anderes Thema. Weil ich brauche unbedingt noch was für. Halt für den Sommer, sagen wir mal so. Also, gut, dann war es einfach hier mal mit dem Video ein bisschen kürzer. Ja. Naja, gut, Leute, da war es hier mit dem Video. Wir werden sehen, ob Italien angenommen wird. Aber ich schätze nein. Aber wir gucken da auf jeden Fall noch. Bis dann. Ciao.